Ich bin Künstler aus Berlin und das waren nicht meine Hosentaschen. Naja, wie auch immer, das Bild heute war für mich ein absoluter Schuss ins Blaue, weil ich zwar eine grobe Idee hatte, was ich malen will, aber keine Ahnung hatte, ob es dann wirklich gut aussehen wird. Man weiß halt nie, ob es gut aussieht, aber hier hatte ich halt einfach nur ganz grob in Photoshop zusammengeklatscht und dachte dann, ich guck mal, ob ich das auf Leinwand dann irgendwie besser zusammengearbeitet kriege. Deswegen habe ich am ersten Tag auch sehr schnell gearbeitet, um direkt entscheiden zu können, ob ich weiter dran arbeiten will oder ob das ganze Ding wieder übermalt wird. Wie ihr seht, habe ich mich dann für Weiterarbeiten entschieden und dann angefangen, wirklich mehr ins Detail zu gehen mit dem Ganzen. Direkt am Anfang habe ich schon so Sachen überarbeitet wie das mit der Schale und jetzt habe ich hier mich nur dazu noch entschieden, das ganze Ding etwas kleiner zu machen und drumherum noch so ein bisschen mehr Kopf stehen zu lassen. Am Anfang war ich auch sehr skeptisch, was den Bart angeht. Ich habe gefühlt seit 100 Jahren keinen Bart mehr gemalt und ja, war mir nicht sicher, ob das was wird. Weil ich am Anfang so einen Sprint hingelegt habe, bin ich mit dem Bild schon nach 2 Tagen anstatt wie ursprünglich geplant nach 3 Tagen fertig geworden. Und mit 2 Tagen meine ich insgesamt 6 Stunden Arbeit. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden und ich finde, die Mandarine sieht fast so saftig aus wie du.